1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Ich habe einen so schrecklichen Hunger, dass mir sogar cremiges Essen schmecken würde. Ich habe das Gefühl, dass wir uns bewegen. Mir wird nämlich ganz schwindelig. Hey, wir bewegen uns wirklich. Wir befinden uns in einer Strömung. Land in Sicht, Land! Festland, ein richtiger Wald. Jetzt kannst du erleben, was es heißt, wenn Grafigami in seinem Element ist. Was ist das? Je näher wir kommen, umso schneller werden wir. Was ist das für ein Geräusch? Vielleicht mein Magen. Nein, Tammy, da stimmt etwas nicht. Im Ozean ist ein Loch! Tu doch etwas! Festhalten! Hilfe! Immer schneller wird das Boot von der Strömung vorwärts getrieben, über die Wasserfälle hinweggehoben und an Land geworfen, wo es total zersplittert. Endlich Festland unter den Füßen. Ein bisschen zu fest. Wir werden das in 0, nichts repariert haben, wenn wir erstmal im Wald sind. Glaubst du, dass hier irgendjemand wohnt? Und tatsächlich. Hoch oben steht eine kleine Gestalt mit einem Papagei auf der Schulter und meißelt an einem Felsen herum. Willst du dich wohl bearbeiten lassen, du nichtsnutziger Stein? Das ist ein Gummibär. Nein, das ist vollkommen falsch. Warum funktioniert das nicht? Warum? Du bist ein Künstler und kein Zahnarzt. Halt dich da raus. Jetzt geht's. Oh, ist das wundervoll. Dank, ihr Musen. Gummibären, das ist ja nicht zu fassen. Ihr bringt die Würstchen und ich den Kartoffelsalat. Ich komm zu euch runter. Ratatata! Wie wär's mit Beifall? Hallo, ich bin Augusto Gummibär. Ach, ihr könnt mich Gusto nennen. Ich freue mich ja so, dass ihr da seid, Jungs. Wie geht's euch? Können wir auf eurem Weg die Insel wieder verlassen? Nein, leider ist unser Boot in einem so schlechten Zustand, dass wir mit ihm nicht mehr die Wasserfälle rauffahren können. Ach, Mann, ich kenne das Gefühl. Irgendwann kam ich ja hier, um den Strand zu malen. Und auf einmal, peng, war der Strand weg. Wie könnte man denn sonst hier wegkommen? Tja, eigentlich nur, wenn ihr Flügel wie Arthur Deco habt. Ansonsten herzlich willkommen auf der Insel. Ich bin schön hier. Oh, kannst du uns sagen, was das da oben sein soll? Und jetzt alle ein wenig mehr nach rechts. So ist's gut. Und in einem gebauten Aufzug geht es in Windeseile nach oben. Dort steht eine riesige Statue aus Stein. Ein Drachenmaul mit gewaltigen Zähnen. Ist mein Meisterstück. Großartige Arbeit. Ich habe Jahr für Jahr 12 Tage daran gearbeitet. Oh, nein, 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 warte, das müsste man eigentlich umdrehen. Wie gefällt es euch denn? Oh Mann, das ist absolute Spitzenklasse. Aber das Gerüst ist sehr wackelig. Kommt, ich zeige euch was Aufregendes. Er hat nicht viel von einem Gummibären. Ich habe meinen Drachen aus einem ganz bestimmten Grund auf diese Seite des Felsens gemeißelt. Seht her, mit jedem Tag steigt die Lava höher und höher. Und eines Tages wird sie hier in diese Höhle fließen. Und an diesem heiß ersehnten Tag wird mein Geschöpf glühende Lava und Feuer speien. Aber ist das nicht sehr gefährlich? Ach, ich sehe mich schon vor. Hey, wir wollen das essen. Ich habe alles sehr sorgfältig überlegt. Eine Brücke ist die einzige Möglichkeit, von diesem verlassenen Felsen runterzukommen. Das wird nicht klappen. Als vor 12 Jahren plötzlich der Strand verschwunden war, da habe ich schon versucht, eine Brücke zu bauen. Graffi, da führt kein Weg hin. Nichts für ungut, junger Freund. Aber nachdem ich dein Gerüst gesehen habe, ist mir völlig klar, warum. Lass es nicht versuchen und eine richtig große Brücke bauen. Das Holz von meinem Gerüst kann ich dir nicht geben. Das brauche ich, um mein Meisterwerk zu vollenden. Hey, Gusto, was ist denn wichtiger, von dieser Insel hier herunterzukommen oder deine Statue zu beenden? Oh, halt, das Rätsel kommt mir bekannt vor. Nicht verraten. Das scheint's nicht zu verstehen. Die Brücke ist lebensnotwendig. Was? Hör zu. Immer wenn's bei uns zu Hause Probleme gibt, dann bin ich derjenige, der eine Lösung findet. Stimmt's, Tari? Richtig. Aber meine lieben Freunde, wir sind zwar gefangen, aber wir sind in Sicherheit. Also Probleme gibt's bei uns nicht. Die Insel wird auseinanderbrechen. Warum kannst du das nicht sehen? Das ist doch wohl mein Bier. Gefällt's dir etwa nicht? Was bin ich doch für ein Idiot? Es tut mir leid, Tammy. Ich wollte ihn doch nur aufmuntern. Raffi ist nicht zufrieden, wenn er nicht erster Mann an der Spritze ist. Na dann, werde ich mal wieder ein bisschen Granit bearbeiten. Und was willst du jetzt tun? Na ja, ich werde beiden helfen. Nachdem ich mich selbst bedient habe. Hab keine Angst, Tammy. Ich bring uns wieder nach Hause. Wir brauchen nur eine sehr sorgfältige Planung. Ich hoffe sehr, dass du es schaffst. Ich hab Heimweh. Komm, seid
soll das denn bedeuten? Ist das der Ruf eines Wilden? Ich seh mal nach. Inspiration hat unseren Lokalkünstler wie ein Blitz getroffen. Hey, ein paar von uns wollen schließlich schlafen. Tut mir leid, aber ich muss arbeiten, wenn die Inspiration mich lässt. Jetzt habe ich genug. Morgen früh fangen wir an, die Brücke zu bauen. Schlafen geht, der macht seine Arbeit fleißig und steht. Das ist eine Gummibär-Weisheit. Oh. Ist Graffi eigentlich immer so hektisch, Tammy? Nein, aber er fühlt sich hier nicht wohl. Und zu Hause passt Grammy meistens auf ihn auf. Zu Hause? Ist das schon lange her? Wenn er doch nur meine Arbeit begreifen könnte. Ja, ob du es glaubst oder nicht, Tammy. Aber Künstler sein bedeutet eine Menge Schmerz und Leiden. Ich glaube dir, Gusto, ich glaube dir. In der Zwischenzeit baut Graffi fleißig weiter an seiner Brücke. Ich kann absolut nicht begreifen, warum er auf dieser mickrigen Insel bleiben will. Er will gar nicht bleiben, Graffi. Er hat mehr Heimweh als wir beide zusammen. Aber warum hilft er uns dann nicht? Du, Tammy, mit dem Stemmeisen von Graffi kann man ganz hervorragend arbeiten. Erinnere mich, dass ich dir eine Erhöhung gebe. Apropos Erhöhung, hast du vielleicht mal die Lava gesehen? Nein, aber du brauchst keine Angst zu haben. Der Drache wird genau auf Zeichen Feuer speien. Ist bei dir alles in Ordnung? Mehr als in Ordnung. Du kannst mir gratulieren. Ich bin fertig. Juhu! Auch Graffi ist mit dem Bau seiner Brücke fertig geworden. Wie ist das möglich? Das ist ja unglaublich. Ich bin sprachlos. Er tut zu viel. Hey, Graffi, Gusto ist eben mit dem Drachen fertig geworden. Ja, stimmt. Und er ist umwerfend geworden. Naja, wurde auch höchste Zeit. Jetzt könnt ihr beide ja raufkommen und mithelfen, unser Oh. Bricht eine Rauchwolke aus dem Vulkan. Die Erde bebt und zittert. Schnell, haltet euch an den Seilen fest. Geh nicht auf die Brücke, sie bricht zusammen! Ich gehe nicht ohne mein Werkzeug! Graffi! Mein Werkzeug! Lass doch das Zeug, rette lieber dich selbst! Lauf los! Schnell! Graffi, geht's dir gut? Ach, lass. Meine Brücke ist zusammengebrochen. Jetzt werden wir nie ins Gummibärtal zurückkehren können. Das tut mir ja wirklich leid für dich. Hey, versuch mal ein wenig zu lächeln. Wir werden eine neue Brücke bauen. Du verstehst überhaupt nichts. Ich habe meinen Werkzeugkasten verloren. Wir werden hier für alle Zeiten festsitzen. Aber Graffi... Hey, du kannst dich freuen. Dein Drache wird sehr bald Feuer speien. Aber das wird noch nicht alles sein. Was willst du damit sagen? Na, hör mal, du bist doch nicht von gestern. Denk doch mal nach, wenn es hier so bebt. Der Vulkan wird bald ausbrechen. Bald? Und da passiert es auch schon. Wir sind verloren. Nein, wir haben noch etwas Zeit, aber wir müssen unbedingt Graffi finden. Komm mit. Ja. Graffi! Wir haben jetzt ein Problem für dich, das du lösen kannst. Wenn ihr beiden mir vorher geholfen hättet, dann wären wir jetzt schon längst weg. Graffi, ich will nach Hause. Tut mir leid. Aber wir haben die einzige Chance, die wir hatten, verpasst. Aber die Brücke kann nicht nur unsere einzige Chance gewesen sein. Komm, Graffi, sei verrückt. Lass dich inspirieren. Was können wir tun? Wenn wir fliegen könnten, ja dann... Genau, das ist das Stichwort. Fliegen! Unser Problem ist nur, wie wir das Boot über die Wasserfälle bekommen. Ohne Werkzeug keine Brücke. Ach, vergiss die Brücke. Was ist mit dem da? Schaboing! Ohne Werkzeug gibt's auch kein Schaboing. Dieser Berg wird uns alle umbringen! Genau das ist es. Dampf. Du bist zwar ein bisschen verrückt, aber du hast recht gehabt. Gabi, ich liebe dich. Unsere Gummibären ziehen das Boot genau vor das Maul des Steindrachen. Dahinter ist ja die Felsklappe, die die Lava zurückhält. Oh, das dauert nicht mehr lange. Ziehen! Das passt haargenau. Natürlich, habe ich ja auch angefertigt. Also folgendes. Wenn ich an den Seil ziehe, ergießt sich die Lava ins Wasser. Der Dampf wird aufsteigen und los geht's.
fertig machen! Und es klappt. Ein gewaltiger Dampfstrahl katapultiert das Boot über die brodelnden Wasserfälle hinweg ins offene Meer. Oh Mann, ich kann Boote bauen, die fliegen. Immer mehr Lava strömt jetzt aus dem Drachenmaul. Seht mal, ist das nicht wunderschön? Es ist ein echtes Kunstwerk. Schnell, nehmt die Paddel. Wir sind noch nicht aus der Gefahrenzone heraus. Die Strömung, erinnerst du dich? Langsam versinkt die ganze Insel im Meer. Die ungeheure Strömung droht unsere Gummibären in die Tiefe zu reißen. Schneller paddeln! Wir schaffen es nicht! Haltet euch fest! Und dann ist es geschafft. Jetzt sind wir aber in Sicherheit. Wenn wir zu Hause sind, dann werde ich nie wieder mein Zimmer verlassen. Dieses Boot hat uns nur Ärger gebracht. Sag nicht sowas. Wir wollten nur eine klitzekleine Fahrt machen und haben einen neuen Gummibären mitgebracht. Und was für einen? Ein Künstler fehlte den Gummibären ja wirklich noch. Ja, jetzt weiß ich es. Zieh das Segel ein. Ich werde es als Leinwand benutzen, Togus. Und es ist eine großartige Idee. Ich werde eine riesige Seenlandschaft malen. Rusto, du bist ein Teufelskerl, das weiß ich, und vielen Dank nochmal. Graffy wundert sich. Prinzessin Kala kommt zu Besuch. Was machst du denn hier? Ich bringe dir dein Mittagessen. Du siehst doch, dass ich keine Zeit zum Essen habe. Da siehst du, was du angerichtet hast. Das habe ich nicht gewollt. Kann ich was helfen? Du? Ha! Was versteht denn ein Mädchen davon, wie man Gummibären in Safter repariert? Nun, ich glaube, dass du den kleinen Hebel nach links drehen solltest. Und dann musst du die Sprungfeder darunter klemmen. Da fehlt ja gerade noch eine königliche Besserwisserin. Ich bin sicher, dass es gelingt. Versuch's doch wenigstens mal. Bitte. Na gut, ich kann's ja versuchen. Aber nur, damit du mich endlich in Ruhe lässt. Na? Ach, reiner Zufall. Das war kein Zufall. Ich schau immer zu, wenn die Handwerker im Schloss was reparieren. Ist das wahr? Ja, ehrlich. Nicht, dass du glaubst, dass ich irgendwelche Hilfe brauche. Aber was würdest du David machen? Sieh dir das mal an. Zur gleichen Zeit schlendern König Gregor und Taxford über den Marktplatz. Sie ahnen nicht, dass auch Ixthorn in der Nähe ist und wieder eine Teufelei vorhat. Sehen Sie da drüben, Taxford, sind das nicht herrliche Hühner? Herrlich, wirklich. Und wunderbar frisches Obst. Sehr frisch. Diese kleinen Kontrollgänge sind sehr wichtig für die Verkaufsmoral im Schloss. Ja, sehr wichtig für die Moral. Sehen Sie sich das an, Eure Majestät. Dieses Kristallei habe ich einem Zauberer abgekauft. Er hat es in der Wüste in einer alten Pyramide gefunden. Wie wunderschön es ist. Hier, Eure Majestät, nehmen Sie es. Plötzlich eine Explosion. Und König Gregor ist in dem Zauberei von Ixthorn eingesperrt. Statt des Königs steht nur noch sein gläsernes Standbild auf dem Platz. Ha, ha, ha! Ich habe euren König gefangen! Das ist nur ein Schreck! Überwältigt ihn! Bleibt sofort stehen, ihr Idioten! Noch einen Schritt und ich werde das Ei am Boden zerschmettern! Haha! Ich werde jetzt das Ei nach Schloss Dreckmoor bringen und dort verstecken! Und wenn ich zurückkomme, dann werde ich euer neuer König sein! Haltet meinen Thron bereit, liebe Leute! Sir Taxford, das war doch Ixthorn! Was wollte er? Vater!
Aber warum greifen die Ritter nicht einfach das Schloss von Ixion an? Wenn sie das machen, dann wird Ixion das Ei zerschmettern und damit meinen Vater umbringen. Du meinst, keiner von Dunwin kann deinem Vater helfen? Es wäre das Beste, wenn wir Techniker uns zusammentun. Ich habe einen Plan. Komm mit. Aber wir werden nur rechtzeitig fertig, wenn wir zusammenarbeiten. Was? Was machen die denn da? Das hört sich an, als ob sie auf einen Waschzuber schlagen. Mit einem Krach zersplittert die Tür und ein gewaltiger Ritter in schwarzer Rüstung stampft durchs Zimmer. Auf einmal bleibt er stehen, der Helm fällt herunter und siehe da, Gruffy kommt aus der Rüstung herausgeklettert. Ebel Nummer 16 hat wieder geklemmt. Ich hole etwas Öl. Eine Maschine! Die alten Gummibären haben den mechanischen Ritter gebaut, damit er die Straßen bewacht. Aber ich habe Kallas Hilfe gebraucht, um ihn wieder in Gang zu bringen, weil es so schwierig war. Na schön, der ist ja sicher sehr beeindruckend. Aber wie kann er König Gregor befreien? Wart's ab. Inzwischen auf der Burg von Ixion. Sag selbst, sehe ich nicht großartig aus, Todwart? Großartig, großartig, euer Großartigkeit. Das war ein langer Weg vom Herzog zum König. Soll das heißen, dass euer treuer Todi auch befördert wird, euer unbegrenzte Erhobenheit? Du kannst ganz sicher sein, dass in meinem Königreich immer ein Platz für einen kriecherischen, unterwürfigen Speicherlecker ist. Oh, wie freue ich mich. Herzöchen soll schnell in den Hof kommen. Geh sofort von mir runter, du verdammter Obertortel! Was ist denn mit dir los, Corporal Gett? Gefreiter Zock und ich sind dem schwarzen Ritter begegnet. Was für ein schwarzer Ritter! Und da kommt der schwarze Ritter, Gruffy, in der Maschine natürlich. Neben ihm die Prinzessin, als Knappe verkleidet. Ist da drin alles noch in Ordnung, Gruffy? Ich hoffe nur, dass das alte Getriebe nicht kaputt geht, Prinzessin. Mein Herr hat gehört, dass Sie als zukünftiger König von Dunwin bald viel zu tun haben werden. Und was hat er damit zu tun? Das ist doch ganz klar. Sie werden einen General für Ihre Armee aus hirnlosen Ungeheuern gebrauchen. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Und dafür bin ich der richtige Mann. Oh, Herr Zyklein hat oberklugem Dodi versprochen, dass er General wird und nicht so ein hässlicher, klappernder Kleidung. Erlauben Sie? Tun Sie sich keinen Zwang an, ich mache das immer mit Ihnen. Danke. Ich mag die Art, wie Sie mit den Leuten umgehen. Trotzdem möchte ich erst sehen, wie Sie kämpfen. Meine Generäle müssen sich erst einmal in einem Kampf beweisen. Kalla, du musst an meinem Arm ziehen. Er klemmt. Oh nein! Bist du sicher, dass du weitermachen kannst? Wenn ich angefangen habe zu kämpfen, dann gehst du sofort und suchst das Ei. Leute, seid ihr alle kampfbereit? Die Ungeheuer greifen an. Aber im Inneren der Rittermaschine setzt Gruffy alle Hebel in Bewegung. Ein Ungeheuer nach dem anderen geht zu Boden. Oho, eine sehr interessante Technik. Kala nutzt das Durcheinander und macht sich auf die Suche. Wenn ich das Glasei verstecken müsste, wo würde ich es hintun? Ja, richtig. In ein Nest. Am besten, ich lenke diese Bestien erstmal ein wenig ab. Sieh mal an, Freundchen, ich habe dich beobachtet. Sag mir sofort, was du aus der Küche des Herzogs gestohlen hast. Oh, nur einen Suppenknochen. Hier. Nein, nicht, liebe Hundchen, nicht! Ich tue euch doch nichts! Lasst mich doch in Ruhe! Das dürfte reichen, um den kleinen Schnüffler abzuhalten. Die Hunde sind noch immer hinter Todi her. Kala klettert die Leiter zum Nest hinauf und da liegt das Ei, in dem der König gefangen ist. Du wirst bald wieder zu Hause sein, Vater. Der gemeine Knappe hat das Ei von Herzöchen gestohlen. Jetzt habe ich dich! Das kleine Ungeheuer ist wieder da. Kala gerät ins Stolpern und das Ei segelt aus dem Turmfenster. Gruffy! Das Ei! Das Ei! Und Gruffy in der Rittermaschine fängt das Ei im letzten Moment auf. Was?
Was soll das heißen? Gib mir sofort das Ei zurück! Keiner legt sich mit dem Herzog an! Raffi, hilf mir! Hallo! Mit einem verzweifelten Hieb schlägt Graffy den Herzog zu Boden. Du hast es geschafft, Graffy. Hier, Sätzchen, halte du das! Schon wieder kommt der Herzog angestürmt. Aha! Prinzessin Kalla ist gekommen, um ihren kostbaren Vater zu befreien. Und wer steckt hinter dem? Sieh mal an, ein Gummibär. Pass jetzt gut auf. Halte dich an mir fest, Prinzessin. Und Graffy und die Prinzessin suchen ihr Heil in der Flucht. Haltet sie auf! Zerschmetter das Ei! Mach das Tor zu! Im letzten Augenblick springen die beiden über die Zugbrücke und landen auf der anderen Seite des Burggrabens. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir sind ein ganz gutes Team, Prinzessin! Kalla, wo sind Sie gewesen, Prinzessin? Herzog Ixorn kann jeden Moment hier sein! Machen Sie sich keine Sorgen. Danwin ist in Sicherheit, das können Sie mir glauben. Na gut, aber was soll jetzt mit unserem König geschehen? Im Märchen werden die Menschen manchmal mit einem Kuss aufgeweckt. Sollen wir es mal versuchen? Das kann ich doch gar nicht machen. So gut kenne ich ihn doch gar nicht. Nein, nein, das können Sie ruhig mir überlassen. Tja, und mit einem Knall verwandelt sich das gläserne Standbild wieder in den lebendigen König. Und alle sind wieder glücklich. So ein schönes Ei ist das. Bei den Gummibären ist wieder mal reichlich was los. Alle sind irgendwie gereizt. Kann ich nicht wenigstens etwas Honig bekommen? Von mir bekommst du überhaupt nichts. Du hast gestern ein ganzes Glas leer gemacht. Grammy, hast du irgendwo meine Bürste gesehen? Nein, mein Schatz. Hast du schon unter deinem Bett nachgesehen? Ja, ich wette, dass Krabi sie wieder als Steinschleuder benutzt. Lass das! Oh. Grammy, weißt du, wo die Figur von meinem Ritter-Schauspiel ist? Nein, mein Schatz, vielleicht liegt sie unter deinem Bett, hä? Ah, diese blöde Sunny hat sich vielleicht versteckt, um mich zu ärgern. Möchtest du vielleicht, dass ich den Löffel für dich sauber mache? Sicher, Tami. Ich will jetzt sofort wissen, wo du meine Zaubenzieher gelassen hast. Ich weiß es nicht, aber wie oft darf ich raten? Ich weiß, dass du nicht klug bist, aber denk trotzdem nach. Ich habe dir meine Zaubenzieher geliehen und du hast ihn mir nicht zurückgebracht. Ich habe ihn dir doch gleich gestern zurückgebracht. Er ist nicht in meinem Werkzeugkasten. Ich habe für sowas genau den richtigen Zauberspruch. Ich weiß genau, dass du sie genommen hast, du Dieb. Das ist nicht wahr, du Spielzeugentführerin! Grammy! Das kann nicht mehr so sein! Ich weiß eine viel einfachere Möglichkeit. Ruhe jetzt! Alle sollen mal den Mund halten! Wir müssen herausfinden, wer von uns unter dem Zwang leidet, sich dauernd Sachen auszubauen. Wer soll das sein? Grammy will damit sagen, dass einer unter uns ist, der klaut. Jetzt hört mal alle zu. Wir müssen die Sache von Grund auf durchleuchten. Wem ist diesmal etwas weggekommen? Ich will wissen, wer mein Zauberzieher hat. Das ist ja genau wie im Irrenhaus. So kann das nicht weitergehen. Wir müssen etwas unternehmen. Keiner traut ja dem anderen mehr. Ja, deswegen wollte ich auch mit dir alleine sprechen. Ich will mit einem Plan den Täter überführen. Dann bin ich mal gespannt auf deinen Plan. Wir müssen das verschwundene Zeug finden. Und damit können wir auch herausbekommen, wer es geklaut hat. Ich glaube, mit meiner Gummibärmedaille kann ich die Sachen ausfindig machen. Na gut, lass uns mal ausprobieren. Klamein, Mamach, Amal, Lamoit, Schnamel, Damach. Oh, ich glaube, das war nicht der Richtige. Oh. Wir schrumpfen. Das heißt, das war ja wieder mal großartig. Und was hast du jetzt vor? Ich glaube, ich habe einen Gegenspruch in dem großen Buch gesehen. Dann lass uns ganz schnell jemanden finden, der uns zur Bibliothek bringt. Oh. Hey, hey!
Aber keiner hört die beiden Winzlinge. In der Zwischenzeit geht die Streiterei weiter. Ich wette, wenn ich in deinem Schrank nachsehe, dann werde ich nicht nur den Schraubenzieher finden, sondern auch noch andere Sachen. Such doch, wenn du willst. Ich habe nichts zu verbergen. Ich helfe dir mit, Gruffy. Und anschließend werden wir Sunnys Zimmer durchsuchen. Wenn du das machst, dann durchsuche ich dein Zimmer. Sammy und Grammy überlegen immer noch angestrengt, was sie tun können, um wieder groß zu werden. Hast du noch ein paar hervorragende Ideen? Jemand wird uns schon hier finden. Aber keiner weiß, dass wir uns hier drin aufhalten. Sieh mal da, wir können da rausgehen. Oh. Warte, ich brauche die Gummigelmedaille, sonst kann der Spruch nicht funktionieren. Ich glaube, es ist besser, wenn wir erstmal rausgehen und später wieder zurückkommen, um die Medaille zu holen. Hey, was ist das? Geh weg. Oh, wie sehr ich Kriechtiere hasse. Oh, erinnerst du dich doch daran, was wir immer gesungen haben, als wir noch kleine Kinder waren? Stock und Stein kann brechen mein Bein, aber Kriege sind zum Zertreten da. Ach, Sammy, das hab ich schon ganz vergessen. Solche Sprüche hast du früher sehr viel gemacht. Ja, ja, und du hast immer lachen müssen. Ich konnte schließlich doch nicht zusehen, wie meine Lieblingsspielkameradin immer geweint hat. Lieblingsspielkameradin? Ich glaube doch wohl eher nur Spielkameradin. Wir beide waren schrecklich. Mit deinen Einfällen und meiner Furchtlosigkeit haben wir uns immer Ärger eingeheimst. Wir sind in der Bibliothek. Ich hab gewusst, dass du es finden würdest, Sammy. Ja, in der Bibliothek sind die beiden zwar. Aber sie sind so winzig klein. Und der Tisch, auf dem das Buch liegt, ist für sie so unglaublich groß. Oh, hier kann uns nur noch Gummibärsaft weiterhelfen. Und mit dem Gummibärsaft geht es. Mit einem Sprung hopsen die beiden auf das Zauberbuch. Also, Kollegin, alles Weitere ist nur noch ein Kind. Großartig, jetzt brauchen wir nur noch den Gegenspruch zu suchen. Ach du meine Güte, der Spruch befindet sich 40 Seiten unter uns. Wir haben es bald erreicht. Wir sind jetzt ungefähr bei E. Kinderspiel. Mal sehen. Verloben, verbrüdern, verschlingen, vergessen. Oh, hier steht es, vergrößern. Granny, hast du gleich mal was zum Schreiben? Nein, ich glaube, das zum Schreiben hab ich. So ist es richtig. Ich hab's. Das erste Wort. Ich hab's vergessen. Hier. Halte du die Feder, während ich nachsehen gehe. Na gut, es muss direkt hier unter dem Papier stehen. Ich glaube, wir sollten lieber den Spruch auswendig lernen. Ja, wir haben auch nicht gerade sehr viel Zeit. Ja, und wieso nicht? Naja, was ich so dem großen Buch entnommen habe, demnach wird der Spruch nach 2 Stunden eine Dauer... Wie bitte? Eine Dauereinrichtung. Oh nein, Sammy. Was war das? Tammy! Also los, Tammy! Geh jetzt um meinen Schraubenzieher! Wir wissen, dass du der Dieb bist. Und wieso? Ist doch ganz einfach. Sunny, Cabby und mir. Uns drei sind Sachen gestohlen worden. Und du bleibst als einziger übrig. Ich hab dich aber doch gefragt, wo der Werkzeugkasten ist, damit ich den Schraubenzieher wieder zurücktun kann. Würde ein Dieb so etwas machen? Hey, wenn es also keiner von uns gewesen ist, dann bleib doch nur... Dann bleib doch nur Granny oder Sunny. Na schön, gehen wir sie suchen. Also, Grammy, wie konntest du nur? Wieso ich? Du bist doch derjenige, der die Gegenstände verschwinden lässt. Ja, aber ich kann mich ganz genau daran erinnern, dass du als Kind schon immer klebrige Finger gehabt hast. Was? Du wirst wohl nie vergessen, dass ich ein einziges Mal deinen Kamm ausgeliehen habe, ohne dich vorher gefragt zu haben. Ohne ihn zurückzugeben gehabt zu haben. Ach nein. Ich hab nie etwas genommen. Du bist unmöglich. Warte, bis ich wieder groß bin, dann kannst du was erleben. Ah. Oh. Die Medaille ist weg. Da bist du doch nicht der Dieb. Aber wer dann? Komm mit. Da siehst du. Es ist doch Tammy gewesen. Schnell, wir müssen ihn aufhalten. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ui, wir werden nicht mithalten können. Was hat er denn in deinem Zimmer zu suchen, Sammy? Oh Mann, hoffentlich steht da nicht mein Lieblingstintenfass. Erinnerst du dich noch, wie gut ich klettern konnte? Du hast immer gesagt, ich wäre eher ein Affe als ein Gummibär. Oh, Sammy, kannst du mich nicht ein bisschen hochschieben? Sieh mal, Tammy hat die Medaille liegen lassen, aber warum? Vielleicht ist er ja doch nicht der Dieb. Und wer soll es dann denn sein? Komm schnell mit!
habe nicht mehr viel Zeit. Und da stellt sich endlich heraus, wer nun wirklich der Dieb ist. Eine Hamsterrampe. Sie hat unser ganzes Zeug gehamstert. Richtig. Komm, wir holen es uns zurück. Naja, ich lasse das liegen. Ich habe eine Idee. Siehst du das Druckventil da oben? Ja, und? Kannst du darauf klettern? Ich war die Furchtlose. Kannst du dich noch daran erinnern? Ich werde inzwischen die Bestie aufhalten. Verraschendes Mäuschen, wa? Rudi, beeil dich, Granny. Als ich noch jung war, war es einfacher, furchtlos zu sein. Ach du liebe Güte, er wird mich als Vorspeise verzehren. Granny, meine Medaille! Nicht aufgeben, Sammy! Granny hat das Ventil geöffnet und da schießt auch schon ein Wasserstrahl aus der Leitung. Granny, Sammy und die Hamsterratte werden wie von einem Fluss weggeschwemmt. Aber sie können doch nicht einfach verschwunden sein. Auf mich macht das einen sehr verdächtigen Eindruck. Kann sein, dass sie beide schuldig sind. Ich glaube nicht, dass Sammy seine Medaille einfach so rumliegen lässt. Was ist das? Das sind ja Granny und Sammy. Und wieso so klein? Ah, darum haben wir sie nicht finden können. Der Zauberspruch, Sammy, schnell! Natürlich kann ich mich daran erinnern. Lamas, Bamea, Bamert, Gramos! Ja, Gramos! Jamets! Toll! Wir haben es wirklich geschafft, alter Kumpel! Ja, das haben wir. Und was habt ihr zwei die ganze Zeit gemacht? Und da wird auch die Hamsterratte unter der Tür durchgeschwemmt. Und mit ihr die ganzen gesuchten Sachen. Die Hamsterratte! Meine Bürste! Mein Zaubenvier! Ich glaube, wir müssen uns alle um Verzeihung bitten. Das ist eine wundervolle Idee, mein Lieber. Ich bitte um Entschuldigung.